Es ist der 30. April 1945 in Nazi-Deutschland. Die sowjetischen Streitkräfte befreien Ravensbrück, eines der schlimmsten Nazi-Konzentrationslager. Ein Sinnbild der Brutalität und Schrecken des NS-Regimes und seiner Vernichtungs- und Konzentrationslager. Als sie das Lager betreten, treffen die Soldaten der 2. belarussischen Front auf tausende ausgemergelte und kranke Frauen, die noch im Lager gefangen waren. Sie durchlebten Zwangsarbeit, Unterernährung, medizinische Experimente und extreme Misshandlung. Nach der Befreiung stellen die sowjetischen Soldaten medizinische Hilfe und Versorgung zur Verfügung und versuchen, die Verantwortlichen für die im Lager begangenen Verbrechen unter dem verbliebenen SS-Personal zu identifizieren. In den folgenden Jahren wird vielen des ehemaligen Lagerpersonals von Ravensbrück der Prozess für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sie im Zweiten Weltkrieg begangen haben, gemacht werden. Einer von ihnen ist Fritz Suhren. Fritz Suhren wurde am 10. Juni 1908 in Varel, damals Teil des Deutschen Reiches, geboren. Am 1. Oktober 1928 trat er der SA bei und wurde 2 Monate später Mitglied der NSDAP. Im Oktober 1931 trat er der SS bei. Nachdem Adolf Hitler 1933 in Deutschland an die Macht kam, festigte die NSDAP rasch ihre Macht und setzte ihre Ideologie durch. Hitler und die Nazis arbeiteten am Rückbau demokratischer Institutionen, setzten bürgerliche Freiheiten aus, beschnitten die Pressefreiheit und führten eine Reihe diskriminierender Gesetze ein, die vor allem auf die jüdische Bevölkerung abzielten. Die Nazis unterdrückten schnell jegliche Form von Widerspruch und Opposition. Politische Gegner, darunter Kommunisten, Sozialisten und Mitglieder anderer Parteien, wurden in Gefängnissen oder Konzentrationslagern inhaftiert. Im März 1939, ein Jahr nach dem deutschen Anschluss Österreichs, wurde Fritz Suhren nach Graz geschickt, um dort als SS-Stabsführer zu dienen. Während er dort war, wurde Suhren Alkoholiker und musste sich verpflichten, für 2 Jahre keinen Alkohol mehr zu trinken. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 und 2 Jahre später, 1941, wurde Suhren in das Konzentrationslager Sachsenhausen geschickt, um dort als stellvertretender Kommandant zu dienen. Das Lager war nördlich von Berlin gelegen und es waren dort Juden, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Sinti und Roma und später sowjetische Kriegsgefangene inhaftiert. Einer der bekanntesten Gefangenen dort war Jakow Djugaschwili, der Sohn Josef Stalins, der 1943 in Sachsenhausen starb, nachdem sein Vater sich geweigert hatte, ein Abkommen für seine Entlassung zu unterzeichnen. Am 22. Juni 1941 überfiel Nazi-Deutschland unter dem Decknamen Operation Barbarossa die Sowjetunion, seinen Verbündeten im Krieg gegen Polen. 3 Armeeeinheiten mit mehr als 3 Millionen deutschen Soldaten greifen die Sowjetunion über eine breite Front zwischen der Ostsee im Norden und dem Schwarzen Meer im Süden an. Sie wurden durch 650.000 Soldaten von Deutschlands Verbündeten unterstützt. In den ersten 6 Wochen nach dem deutschen Angriff erleidet die Sowjetunion katastrophale militärische Verluste und die deutsche Armee nahm insgesamt 5,7 Millionen sowjetische Soldaten der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg gefangen. Von Anfang an war der deutsche Umgang mit den sowjetischen Kriegsgefangenen durch die NS-Ideologie bestimmt. Politische und militärische Führer aus Deutschland betrachteten sowjetische Kriegsgefangene nicht nur als rassisch minderwertig, sondern auch als Feinde und Hindernisse in der Eroberung des sogenannten Lebensraumes im Osten. Das NS-Regime sagte, es sei nicht verpflichtet, sowjetische Kriegsgefangene zu versorgen, da die Sowjetunion weder die Genfer Konvention zur Behandlung von Kriegsgefangenen von 1929 ratifiziert, noch sich spezifisch mit der Haager Landkriegsordnung von 1907 einverstanden erklärt hatte. Viele sowjetische Kriegsgefangene starben wegen dieser schrecklichen Behandlung, Unterernährung, Krankheiten und Hinrichtungen. Etwa 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, also ungefähr 57% derer, die gefangen genommen wurden, waren bis Ende des Krieges tot. Nach den Juden waren sowjetische Kriegsgefangene die zweitgrößte Opfergruppe der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Einige Wochen nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion trafen sich einige hochrangige SS-Offiziere im Konzentrationslager Sachsenhausen, um über das Schicksal der sowjetischen Gefangenen zu entscheiden. Die erste Gruppe sowjetischer Kriegsgefangener erreichte Sachsenhausen Ende August 1941. Ende Oktober desselben Jahres hatte die SS bereits 12.000 sowjetische Kriegsgefangene nach Sachsenhausen deportiert.
Lagerbefugte erschossen Tausende von ihnen kurz nachdem sie im Lager angekommen waren. Schätzungen, wie viele sowjetische Kriegsgefangene in Sachsenhausen erschossen wurden, liegen zwischen 11.000 und 18.000 Menschen. Laut dem Zeugen und Kapo Karl Zander beaufsichtigte Fritz Suhren die Massenhinrichtungen. In der Anfangsphase des Lagers inhaftierten die SS und die Polizei vor allem politische Gegner. Einer von ihnen war Harry Naujoks, ein deutscher Antifaschist und Kommunist. Wegen seiner unerschütterlichen Ruhe und seinem Organisationstalent wurde er von der SS als Lagerältester ausgewählt und beaufsichtigte andere Häftlinge. Dieser schwierige und gefährliche Posten wechselte häufig, da verschiedene Gruppen von Häftlingen versuchten, ihn für sich zu gewinnen. Naujoks galt, zumindest unter den anderen Häftlingen, als integer und mutig. Im Mai 1942 befahl ihm Fritz Suhren, einen Mitgefangenen zu erhängen, doch er weigerte sich. Naujoks überlebte den Ungehorsam und musste die Hinrichtung des Häftlings nicht durchführen, aber Suhren zwang ihn, währenddessen direkt neben dem Galgen zu stehen. Diese Hinrichtung ließ er besonders langsam und schmerzvoll gestalten. Im September 1942 kam Fritz Suhren in das Konzentrationslager Ravensbrück, wo er Kommandant wurde. Dort verfolgte er das Ziel, die Häftlinge zu vernichten, indem er sie so hart wie möglich arbeiten ließ und ihnen so wenig Essen wie möglich gab. Ravensbrück wurde im Mai 1939 eröffnet. Es war das einzige größere Frauenlager der Nazis. Alles in allem durchliefen etwa 132.000 Frauen aus ganz Europa das Lager, darunter Polinnen, Russinnen, Jüdinnen, Sintize und Romja und andere. Von ihnen wurden 92.000 getötet. Das Personal des Konzentrationslagers Ravensbrück bestand aus SS-Männern, die als Wachpersonal und in der Verwaltung tätig waren, und 150 Frauen, die als Aufseherinnen tätig waren. Diese Aufseherinnen waren entweder Freiwillige der SS oder Frauen, die diese Anstellung aufgrund der guten Bezahlung und der guten Arbeitsbedingungen angenommen hatten. Ravensbrück beherbergte auch ein Ausbildungslager für weibliche SS-Aufseherinnen, die von Dorothea Binz, einer sadistischen deutschen Nazi-Offizierin und Aufseherin, unterrichtet wurden. Sie brachte ihren Auszubildenden bei, wie sie mit den Gefangenen, die sie beaufsichtigen sollen, umzugehen hatten. Diese Gefangenen mussten arbeiten, bis sie starben, und es war Aufgabe der Aufseherinnen, so viel Arbeit wie möglich aus ihnen herauszubekommen, solange sie noch lebten. So wurde Ravensbrück ein Ausbildungszentrum oder eine Schule der Gewalt für 3.500 Aufseherinnen, die anschließend dort oder in anderen Konzentrationslagern dienten. Ab Sommer 1942 unterzogen SS-Ärzte die Häftlinge in Ravensbrück sittenwidrigen medizinischen Experimenten. Der Hauptkoordinator dieser Experimente war Karl Gebhardt. Er wurde von den Ärzten Hertha Oberhäuser und Fritz Fischer assistiert. Das Ärzteteam brach den weiblichen Häftlingen mit einem Hammer die Beine, infizierte dann die offenen Wunden mit aggressiven Bakterien und überwachte die Heilung mit und ohne den Einsatz verschiedener chemischer Substanzen wie Sulfanilamid, einem frühen Antibiotikum, das Infektionen verhindern sollte. In der Überzeugung, dass dies bei der Behandlung amputierter Soldaten hilfreich sein könnte, testeten sie auch verschiedene Methoden zum Einsetzen und Verpflanzen von Knochen. Zu diesen Experimenten gehörten auch Amputationen, die oft ohne Betäubung durchgeführt wurden. Die SS wählte fast 80 Frauen, meist Polinnen, für diese Experimente aus. Viele der Frauen starben an den Folgen. Diejenigen, die überlebten, trugen oft bleibende körperliche Schäden davon. SS-Ärzte führten auch Sterilisationen an Frauen und Kinder durch, darunter viele Romja, um eine wirksame Methode zur Sterilisation zu entwickeln. Sie waren an Zwangsabtreibungen von Frauen beteiligt, die bereits im siebten oder achten Monat schwanger waren. Und sie waren dafür bekannt, dass sie Neugeborene töteten oder schwangere Frauen schlugen, um Fehlgeburten auszulösen. Als Kommandant von Ravensbrück musste Suhren Dr. Karl Gebhardt Gefangene für seine Experimente zur Verfügung stellen. Suhren hatte dem ursprünglich widersprochen, vor allem weil die meisten Häftlinge im Lager politische Gefangene waren. Anfang 1943 ging er nach Berlin und beschwerte sich im Reichssicherheitshauptamt über diese Praxis. Das SS-Kommando setzte sich jedoch über Suhrens Bedenken hinweg und er war gezwungen, sich bei Gebhardt zu entschuldigen und ihm die Gefangenen bereitzustellen, die er verlangt hatte.
Suhren sagte später, er sei Zeuge von Experimenten gewesen, bei denen Frauen einer hohen Konzentration von Röntgenstrahlen ausgesetzt wurden, um eine Sterilisation zu erreichen. Eine Gefangene im Konzentrationslager Ravensbrück war Odette Sanson, eine Geheimagentin der Alliierten, die mit der französischen Résistance zusammenarbeitete und 1943 von der Gestapo verhaftet wurde. Während sie für die französische Résistance arbeitete, entwickelte sie eine enge Beziehung zu Peter Churchill, einem britischen Sondereinsatzleiter, der mit dem damaligen britischen Premierminister nicht verwandt war. Als sie beide von den Nazis verhaftet wurden, gaben sie an, sie seien ein Ehepaar und mit Winston Churchill verwandt, um sich als Gefangene wertvoller zu machen und weniger Gefahr zu laufen, als Spione hingerichtet zu werden. Als am 3. Mai 1945 die Alliierten nur wenige Kilometer vor dem Lager standen, entschied Suhren, Odette Sanson zum US-Stützpunkt zu fahren, da er glaubte, sie sei eine Verwandte von Winston Churchill und hoffte, ihre Anwesenheit würde ihn retten. Als sie den Stützpunkt erreichten, stieg er aus dem Auto und verkündete den Amerikanern, dies ist Frau Churchill. Sie war eine Gefangene. Sie ist mit Winston Churchill, dem Premierminister von England, verwandt. Und Odette sagte, und das ist Fritz Suhren, Kommandant des Konzentrationslagers Ravensbrück. Bitte machen Sie ihn zu Ihrem Gefangenen. Als Suhren verhaftet wurde, war er im Besitz von Wertsachen, die den Häftlingen gestohlen worden waren. Darunter befand sich Bargeld, Goldzähne, Ringe und Uhren. Als die Rote Armee am 30. April 1945 Ravensbrück befreite, waren noch 3.500 kranke Frauen, Männer und Kinder im Lager. Von den 132.000 Frauen, die das Konzentrationslager durchlaufen hatten, sind über 92.000 gestorben. Nach Ende des Krieges holte die Gerechtigkeit das ehemalige Lagerpersonal von Ravensbrück schließlich ein und der erste Ravensbrück-Prozess begann am 5. Dezember 1946. Am 3. Februar 1947 verurteilte das britische Militärtribunal 11 von 16 Angeklagten zum Tode durch den Strang. Jedoch war Fritz Suhren keiner von ihnen, da er 1946 entkommen und nach Bayern fliehen konnte. Aber auch er konnte der Gerechtigkeit nicht entkommen. 1949 wurde er von US-Soldaten erneut verhaftet, die ihn an die französische Besatzungszone, einer der vier von den Alliierten besetzten Zonen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, auslieferten. Suhren wurde dann ab Februar 1950 der Prozess gemacht. Mehrere Dutzend ehemalige Gefangene sagten gegen ihn aus und am 10. März 1950 befand Suhren ein französisches Militärgericht schuldig für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und verurteilte ihn zum Tode, ausgeführt von einem Erschießungskommando. Suhren war 42 Jahre alt, als er am 12. Juli 1950 hingerichtet wurde. Für Fritz Suhren wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.